Hi und willkommen bei Querblick SOS. Und ja, heute haben wir mal wieder eine tolle Frage für euch. Und zwar wollten einige von euch wissen, wo man denn andere Lesben kennenlernen kann. Ja, da fängt es dann erstmal an und mit ein kleines bisschen Werbung. Zum Beispiel ein Jugendtreff, wie das Anyways in Köln. Da gibt es natürlich auch es gibt sehr viele andere Jugendtreffs, wo du ebenfalls andere Lesben kennenlernen kannst. Eigentlich in jeder größtgelegeneren Stadt, das findest du meistens auch sehr gut im Internet, wo das ist. Zur Not, es gibt Vereine, die dann halt auch irgendwie einen Standort haben, die vielleicht dann keinen festen Ort haben, wo sie sind, sondern irgendwie sagen, okay, wir treffen uns dann da und da an diesen Ort. Oder zum Beispiel der CSD-Verein, da ist dann auch einmal im Jahr Big Party in ganz vielen großen Städten. Ja, oder Apps oder im Internet. Ja, des Weiteren gibt es natürlich im Internet einige Seiten, wie zum Beispiel Girlflirt, Lesopia oder Lesarion. Ihr findet in der Infobox die Links dazu. Außerdem gibt es noch Apps, wie zum Beispiel Tinder oder Lavoo, wo man natürlich einstellen kann, dass man als Frau Frauen sucht. Genau, man sollte halt nur ein bisschen vorsichtig sein im Internet. Da gibt es halt immer wieder die schwarzen Schafe im Internet, wissen wir alle, müssen wir ein bisschen drauf achten. Also versuch nicht gleich direkt vielleicht mit dem Internet anzufangen, das ist immer sehr schwierig. Und sei vorsichtig, was Treffen angeht. Also da musst du immer wirklich große Vorsicht haben, lieber einmal zu wenig treffen, als einmal zu viel mit einem 65-jährigen Idioten, der was ganz anderes von dir möchte und nicht die nette braunhaarige 20-Jährige, die du dachtest, dass du sie triffst. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, Leute in Bars oder Clubs kennenzulernen oder auf Homopartys, die speziell veranstaltet werden. Meistens sind die so jeden zweiten Samstag im Monat, jeden dritten Samstag, sind halt meistens wirklich einmal im Monat. Wir sind halt auch nicht so eine große Gruppe. Dort lernst du wirklich immer jemanden kennen, wenn du offen bist und einfach mal ein bisschen am Tanzen bist. Eigentlich sollte da nichts schief laufen. Also ich persönlich gehe gerne auf die Emergency in Münster, wenn ich mal ein bisschen Werbung machen darf. Ist natürlich schön für die Leute im Raum Münster. Da gibt es auch einige andere Veranstaltungen von vielen Vereinen, die da wirklich meistens sich irgendwie eine kleine Bar oder sowas anmieten. Da könnt ihr auch einfach mal im Internet schauen, wo ihr gerade in der Nähe seid, welche Vereine sowas anbieten. Meistens dann einfach mal auf die Facebook-Seite von denen schauen, die posten das eigentlich immer. Ja, und es gibt zum Beispiel in Köln dann noch die Kisses and Lies oder in Leipzig Kiss Kiss Bang Bang oder in Essen Las Vegas. Also es gibt so viel und ihr werdet bestimmt was finden. Das war's von uns und ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen. Du hast nicht die ganze Arbeit gemacht. Hi, ihr seid in der Endcard und ich weiß ja nicht, kennt ihr den schon? Falls ihr nämlich Fragen habt, auch an schwule Leute, die sind da, aber allgemein, wir haben alle möglichen Menschen in unserem Team, die gerne auf eure Fragen warten. Die sind da unten. Da habt ihr nämlich Facebook und E-Mail-Adresse und YouTube-Kommentare. Und solltet ihr mehr Pause! Ihr macht einfach weiter. Ja, natürlich machen wir weiter. Solltet ihr mehr von uns sehen wollen, dann drückt ihr nach dort drüben, denn da gibt es mehr von uns zu sehen. Fragen, Videos. 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 Oh Gott.